Ich will unter der, in der Erde von Rose begraben werden. So sieht das nämlich aus. Mit 84 Jahren sollen dieser Herr und seine Frau umziehen, weil die Kohle unter seinem Haus im sächsischen Mühlrose abgebaggert werden soll. Die Kohlebagger des Energiekonzerns LEAG haben Mühlrose schon von drei Seiten in die Zange genommen. Tja, und jetzt will man noch an die schätzungsweise 150 Millionen Tonnen Kohle unter dem Dorf. Moment, war da nicht irgendwas? Wollten wir nicht eigentlich raus aus der Kohle bis 2038? Robert Habeck pocht sogar auf das Jahr 2030. Muss das also noch sein? Ja, sagt das sächsische Wirtschaftsministerium, nein, der sächsische Umweltminister. Eine Genehmigung zum Abbaggern gibt es auf jeden Fall noch nicht. Und diese Ungewissheit, die hat die Menschen dort ganz schön belastet. Viele sind weggezogen und auch zufrieden damit. Die LEAG kauft jetzt erstmal fröhlich weiter den Ort leer, obwohl noch gar nichts klar ist. Eine Theorie, sollte es zu einem verfrühten Kohleausstieg kommen, könnte sich die LEAG für diese Kosten entschädigen lassen, sagen Kritiker.